Guten Abend. Heute ist Vanessa Münstermann mein Gast auf dem H1-Sofa. Eine unglaublich starke Frau, die ich auch sehr bewundere. Vor gut 3 Jahren überschüttete ihr Ex-Freund sie mit Schwefelsäure. Sie überlebte nur ganz knapp und ist für immer entstellt. Trotzdem hat sie einen ganz unglaublichen Satz gesagt, den ich jetzt hier mal zitiere. Dass ich gerade durch so eine abscheuliche Tat meinen Platz im Leben finde und lerne, mich selbst zu lieben, das hätte ich nicht erwartet. Über ihr großes Leid, aber auch über ihr neues großes Glück und ihren neuen Lebensinhalt wollen wir heute reden. Hallo Frau Münstermann. Hallo. Schön, dass Sie da sind. 3 Jahre ist diese schreckliche Tat her. Ich frage einfach mal, wie geht es Ihnen so? Gut, ein bisschen warm jetzt durch die Temperaturen, aber sehr, sehr gut. Ja. Sie haben ja den Satz, den ich gerade zitiert habe, gehört. Ich will mal wissen, sind Sie wirklich ein anderer Mensch als vor der Tat heutzutage? Ja, dazu muss man so ein bisschen rückblickend, wer war ich vorher? Also es ist immer, es kommen auch Leute auf mich zu und sagen wirklich auch zu Recht, das ist doch eigentlich nur gespielt und das glauben wir dir nicht. Aber wenn man das heute mal sieht, dieses Schönheitsideal, was vielleicht auch klein auf, ich glaube mit 10 Jahren fängt das an, wo wir Werbung sehen, wo Germany's Next Topmodel, das sage ich immer ganz gerne. Das Schönheitsideal kann auch ein gesunder Mensch, ein nicht versehrter Mensch, sie können diesem Schönheitsideal einfach nicht gerecht werden. Und das war der Druck. Ich bin Kosmetikerin. Ich habe das gelebt, meinen Beruf gelebt. Das heißt, die Produkte, die ich verkaufen musste oder wollte, habe ich aufgetragen. Die Wimpern konnten nicht lang genug sein, die Nägel nicht länger, nicht schöner. Also immer, man musste ja die Schönste sein, weil sie verkaufen sich ja auch damit. Ich bin dem nicht gewachsen gewesen. Ich bin einfach zerbrochen. Ich hatte Depressionen mit Suizidgefahr. Ich habe mich minderwertig einfach gefühlt, weil natürlich gibt es immer eine Person, die ist schöner. Das ist ja, in der klar. Welt so. Aber wenn man sich selber nicht liebt, sie schaffen es nicht, so schön zu sein, dass sie an die Selbstliebe kommen. Ja. Und jetzt, ich schaffe es ja nicht mehr, schön zu sein. Ich schaffe es ja nicht mehr, diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Und dadurch hat mich Daniel befreit. Einen anderen Lebensinhalt gefunden. Sie haben ein sehr bewegendes Buch geschrieben. Es heißt, ich will mich nicht verstecken. Und da schreiben Sie an einer Stelle, und das hat mich auch bewegt, es würde mich überhaupt nicht glücklich machen, wieder normal auszusehen. Wie meinen Sie das? Dass ich nach der so einer Tat nicht ganz Taco in der Birne bin, das kann man wahrscheinlich sich auch vorstellen. Ich versuche immer Selbstgespräche mit mir selber zu führen, mit der alten Vanessa und mit der neuen. Und man hat ja auch nicht so einen Gesprächspartner. Und wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und sagen würde, du hast 3 Wünsche frei und ich sage, ich möchte wieder so schön sein wie früher, was würde mir das wieder bringen? Was hat mir meine Schönheit damals gebracht? Ich bin nur an falsche Typen geraten. Ich habe mich selber nicht geliebt, egal wie viel Schminke ich drauf gemacht habe. Ich war nie schön genug. Habe mich eigentlich nicht auf das Wesentliche konzentriert, auf das Glück, mich glücklich zu machen, auf einfach die Menschen um mich herum. Es ging wirklich immer um diese Oberflächlichkeit und der Titel ist einfach gewählt. Das war wirklich der erste Satz, den ich jemals gesagt habe. Da kam mein Vater auf die Intensivstation und meine Mutter haben gefragt, hier, du brauchst keine Angst haben, er ist jetzt weg. Und wie wollen wir damit umgehen? Wie möchtest du dich verstecken oder willst du offen damit umgehen? Und der erste Satz, ich will mich nicht verstecken. Und dann auch die Aktion, okay, ich möchte jetzt den Leuten zeigen, so sehe ich aus, das ist die neue Vanessa. Vielleicht wie so eine Art Wiedergeburt, gar nicht ins Religiöse, sondern mit mir selber, wenn sie da 12 Tage liegen und mit ihren Gedanken alleine sind, passiert sehr, sehr viel mit ihnen. Ja. Frau Münstermann, schaffen Sie es, ein bisschen darüber zu sprechen, was damals am 15. Februar Klar. 2016 passierte. Sie sagten schon eben eher, es fiel schon der Name Daniel, der Täter ist Daniel F. Ist es sein richtiger Name, sein richtiger Vorname? Oder ja, da heißt Daniel Florian. Ja. Und was ist passiert damals? Also wir waren nicht mehr zusammen, es gab eine Trennung. Das ist jetzt eine Interpretation meiner Gefühle. Wahrscheinlich hat er noch gedacht, zurück zu können.
wo ich gesagt habe, hier, es gibt kein Zurück mehr. Da gab es die ganzen Terroranrufe und den ganzen Hickhack. Jeder, der sich ein bisschen, jede Frau, die einen Stalking-Typen mal an der Backe hat, weiß, wie, was das für eine psychische Belastung einfach ist. Dann kam er den Morgen aus dem Gebüsch. Ich bin gerade mit meiner Beagle-Dame Kylie unterwegs gewesen, die erste Hunderunde. Und ich höre nur Vanessa, Vanessa. Hab schon gesagt, hier, geh weg, hab noch gelogen und gesagt, hier, einstweilige Verfügung, lass mich in Ruhe. Ich hörte nur, ich gehe doch sowieso ins Gefängnis. Und dann schüttete er schon. Ich habe ganz lange, habe ich nach der Frage, warum hat er das gemacht? Dieses Warum kann er mir, glaube ich, auch niemals geben, habe ich nie gekriegt. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig ist. Ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, warum. Er sagt, das ist nie aus Eifersucht passiert. Ne? Er wollte mich bestrafen, mich hässlich machen, weil ich bin ein sehr hässlicher Typ vom Charakter her gewesen. Und er wollte einfach mein Inneres nach außen kehren. Das waren so seine Äußerungen. Ja. Bleiben wir doch nochmal bei diesem Morgen. Sie Ja. fühlten, da kommt irgendeine Flüssigkeit, irgendwas Unbekanntes ins Gesicht. Hatten Sie große Schmerzen? Haben Sie Hilfe bekommen? Wie waren die nächsten 10 Minuten nach diesem Anschlag? Genau, also viele denken, hätte ich auch gedacht, dass ich bitterliche Schmerzen hatte. Hatte ich nicht. Ich hatte nicht eine Minute irgendwas. Ich wusste, dass er mich den Morgen um 4 Uhr morgens nicht waschen möchte und wusste, dass das kein Wasser ist. Ja. Aber ich habe geschrien, auf jeden Fall, einfach aus Panik. Und ja, also ich habe sehr lange auch meine Ärzte gefragt, warum habe ich keinen Schmerz gespürt? Zuerst habe ich mir das selber beantwortet, hier Adrenalin und natürlich kein. Sagen so, nee, die Säure war so hoch konzentriert, dass die Nervenfasern sofort durchfahren und dadurch kann man keinen Schmerz Kein Schmerz empfinden. mehr. Dadurch ist es so gefährlich geworden, es ist alles abgestorben. Eine Dame, die auch mit ihrem Hund dann Gassi gegangen ist, ist zum Glück zurückgekommen und hat mir geholfen, weil mein iPhone natürlich nicht mehr funktioniert hat. Es war auch durchtränkt, ich wollte den Notruf wählen, ging nicht. Das heißt, ich war wirklich hilflos ausgeliefert. Und meinte dann im Nachhinein, natürlich habe ich mich nochmal mit ihr getroffen und die Dame ist auch traumatisiert und das tut mir auch bis heute noch leid. Waren die Verätzungen sofort zu sehen Genau, sie oder hat sagt, das sich war das wie ein erst so Farbeimer. allmählich Wie ein Farbeimer. Die Säure wird sofort grün. Alles so, grün? das ist genau. Und meine Mutter sagt auch, ja, du sahst aus wie Hulk, du warst total grün, als wenn dir jemand Farbe ins Gesicht. Und ich stehe da nur vor und denke mir so, hä, warum gucken die mich denn so an? Weil ich fühle ja nur die Nässe. Sofort grün angelaufen im Krankenhaus. Ich habe mir die Krankenhausbilder selber mal zeigen lassen. Das wird dann schwarz und dann öffnet sich die Haut und dann Dann ist diese ist ganze halt vorbei, Verätzung ja. da. Also in Ihrem Buch schildern Sie ja sehr eindringlich, man wird eigentlich gar nicht so richtig damit fertig, wenn man das so liest, Ihre Leidensgeschichte, Koma, ganz viele Operationen, ein Ohr ist weg. Genau. Sie haben lange damit gerungen, das verätzte Auge entfernen zu lassen. Sie haben das dann auch irgendwann geschafft, sage ich mal. Sie haben so unglaubliches Leiden erlebt. Haben Sie manchmal auch daran gedacht, also ich mache jetzt Schluss, ich nehme mir das Leben? Nein, weil ich so aufgewachsen bin, auch gerade meine Eltern, sie sagen, dass ein Suizid eine feige Aktion sind, weil ich gehe jetzt aus dem Leben und wer leidet? Ich lasse ja wirklich die Menschen, die ich eigentlich liebe, in der Welt des Leidens. Das Ja, heißt, lassen sie Sie haben Trauer, zurück. genau, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester. Und das ist ja eine feige Aktion. Und so bin ich aufgewachsen. Und natürlich, die größte Angst meiner Eltern waren, dass ich sie frage, warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Ja. Aber so bin ich doch gar nicht erzogen worden. Ne, also natürlich gibt es, also ich möchte nicht lügen, es gibt bis heute noch Tage, wo ich auf dem Sofa sitze, die Maske abnehmen möchte und sage, habe einfach keinen Bock mehr. Ja. Wo mein Mann vom Einkaufen kommt, ich heule, es gibt gar keinen Grund. Aber einfach diese Belastung, sie steigt, es ist immer wie so eine Regentonne, die voll ist. Und wenn da wirklich ein falscher Tropfen, und es muss auch nur sein, dass die Sonne jetzt nicht so scheint, wie ich das möchte, dann ist das Fass übergelaufen. Man ist wirklich psychisch sehr angeknackst. Ich kann nicht von Normalität reden, definitiv. Ich komme zurecht, ich bin glücklich. Man merkt schon, dass ich anders bin, definitiv. Ja. Wie ist das eigentlich? Der Täter hat ja wahnsinnig ihren Körper verletzt, aber ich stelle mir so als Frau vor, dass er auch ihre Seele ganz dramatisch verletzt hat, denn sie haben den Mann ja mal schrecklich geliebt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Natürlich, ich kann über Daniel noch nicht mal was Schlechtes sagen. Das ist ja auch das, was so viele sagen, was so suspekt ist. Das ist der Täter, er hat dich so verunstaltet und warum hast du ihn nicht? Man darf jetzt auch nicht in einer Schiene sehen. Ich habe so viel Tolles in meinem Leben jetzt. Ich habe für Hass erstens keine Kraft und Zeit. Das würde mich schwächen. Das ist er auch noch nicht einmal wert, weil Hass ja auch ein Gefühl ist. Und
Natürlich hat er meine Seele auch geschadet. Gerade ich als Frau, ich werde bald heiraten. Ich möchte die Schönste für meinen Mann jetzt sein. Das werde ich ihm nicht geben können. Das werde ich ihm äußerlich niemals geben können. Das bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr die unversehrte Person. Er hat das Säureopfer genommen. Das ist zwar nie Thema bei uns zu Hause, aber wenn ich vorm Spiegel trete, bin ich das Säureopfer von Hannover und ich bin versehrt. Ich habe nur ein Auge, ein Ohr, ein Nasenloch. Das sieht man zwar nicht, aber ich kann nur durch ein Nasenloch richtig atmen, habe so ein Röhrchen für nachts. Und also es sind ja noch, es ist so ein, das hat Richter Rosenbusch sehr, sehr toll gesagt, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe vor Gericht. Es ist dieser Rattenschwanz. Es ist noch nicht mal die Seele, die so betroffen ist. Das wirklich, was mir wehtut, ist, dass er gar nicht mich verbrannt hat. Er hat meine Schwester mit verbrannt, er hat meine Mutter mit verbrannt. Also diese Umgebung, die meine besten Freundinnen haben Schichtdienst gehabt. Ich war wach, hatte unheimlich Schmerzen und dann saßen sie einfach am Bett und haben meinen Fuß gekraut. Ich habe geschlafen, sie waren aber da. Ich wusste, ich bin nie alleine. Und die hat er doch mit verbrannt. Ja, klar. Der Täter wurde übrigens zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Genau. Haben Sie heute noch Angst vor ihm? Natürlich, das ist die größte Angst, die ich habe. Er hat mir auch einen Auftragskiller geschickt. Also er ist gemeingefährlich, meiner Meinung nach. Wenn ich noch wissen würde, das war jetzt ein Ausraster von ihm und der ist Taco im Kopf. Und der findet eine neue Liebe und ist glücklich. Und mit einem One-Way-Ticket nach Brasilien zurück bin ich die glücklichste Frau der Welt. Ich will nur in Ruhe gelassen werden. Da ich aber weiß, dass er mich hasst, weil er hat ja nicht das geschafft, was er erreichen wollte. Vor Gericht war noch die Rede, er wollte mir Arme und Beine abschneiden. Also hier reden wir wirklich Ist er von. krank im Kopf, Der oder? ist krank, meiner Meinung nach. Der ist wirklich. Ich glaube, er weiß, was er getan hat. Er hat es ja auch dann noch geplant. Aber ganz normal kann das nicht sein. Du kannst als gesunder Mensch einen Menschen nicht so wehtun, weil man hat ja eine Hürde. Und das ist. Wir reden hier auch über meine Tochter. Ja. Das ist ein ganz Also. wichtiges Kapitel in Ihrem Leben. Sie haben es eben schon ein bisschen verraten, dass es ein ganz großes Ja, Happy End in Ihrem genau. Leben gibt. Ein Mann, den Sie lieben, und eine Tochter. Aber ich würde gerne noch mal bei dieser Befreiung sein oder dieser Wandlung, die Sie beschreiben. Dieses Buch, das ich eben gezeigt habe, ist ja extrem ehrlich, auch mit den intimsten Empfindungen, die Sie so haben. War das auch so ein Befreiungsschlag für Sie, jetzt endlich mal alles loszuwerden, was Sie so umtreibt? Ja, also bei mir ist das immer so ein Zwiespalt. Also man sieht es auch bei meinem Tattoo Two-Face. Das hat eigentlich nichts weiter mit dem Gesicht im Groben zu tun, sondern auch mit mir. Also ich sage auch, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit, weil ich immer ja in zwei Sachen denke. So wie, das ist mein Tagebuch, möchte ich dazu erwähnen. Habe ich nicht geschrieben, um es eigentlich zu veröffentlichen. Das gehörte für mich zur Verarbeitung. Und dann saß ich wirklich da und habe gesagt, okay, ich habe noch nie ein Buch von einem Betroffenen verbrannten, dass es Säure sein, ist egal. Da wird immer oberschwellig, ja, du musst das schaffen und sei stark. Ja, aber über die dunklen Zeiten, wo ich geheult habe und keinen Bock mehr hatte und überlegt habe, ja, was wäre denn, wenn ich weg wäre? Wer würde denn weinen? Das steht nicht drin. Oder wie kommt es dazu, dass ich immer an falsche Typen? Also es muss ja alles einen Ursprung haben. Habe ich nicht gefunden. Habe ich gesagt, okay, dann irgendwo muss es Bei einen sich Anfang selber. geben. Und habe dann mein Tagebuch genommen, habe das dem Rowohlt Verlag gegeben, habe gesagt, macht was draus. Ich habe alles so gegeben, habe gesagt, ihr könnt alles veröffentlichen. Natürlich wurde es zensiert. Also wenn Sie, auch gerade wenn ich über Daniel rede, ist nicht immer schön, weil ich ja auch vieles verarbeitet habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber es wurde toll leserlich geschrieben und es wirklich ehrliche Worte, gerade die Intimität. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn man so aussieht, das Ohr hat gerochen, das ist abgefault, das war schwarz. Das riecht und auf einmal kommt einer in der Reha, der sich so liebt, wie du jetzt bist, obwohl du dich gar nicht selber liebst. Und das hat mich zum Umdenken gebracht. Und dann aus Sex Dankbarkeit zu empfinden. Ich bin ihm dankbar, dass er Sex mit mir hatte. Ja, Und ich weil er kenne. sie in das Leben, also weil er anerkannt hat, dass er sie so liebt, wie sie jetzt sind. Richtig. Sie haben Two-Face, haben Genau, sie das ist sich so. auch eintätowiert, weil sie zu ihren zwei Gesichtern stehen. Aber Sie haben ja eben schon erzählt von Ihren problematischen Beziehungen zu den Männern. In Ihrem Buch kommt ja bei allen Dramatik immer zum Ausdruck, dass Sie sich fragen, habe ich eine Mitschuld? Oder habe ich sogar Schuld, dass ich immer an die falschen Männer gerate? Haben Sie sich diese Frage beantworten können? Erstens sollte das jeder tun. Es ist ja immer, es kommt ja, also es hat ja immer alles einen Sinn, sage ich. Es hat alles einen Grund und einen Sinn. Natürlich, wenn auch Sie sich als Frau nicht selber lieben,
dann haben Sie jemanden an der Seite, dem Sie das aufbürden, sich zu lieben? Also es ist ja unfair dem Partner gegenüber, weil nicht mehr Sie haben die Kraft, sich selber zu lieben. Warum sollte er Da das soll tun? ich den, ja. Und klar, die Antwort habe ich bekommen. Es hat lange gedauert und ich bin bis heute noch am Tagebuch schreiben, weil sich vieles entwickelt. Gerade auch die Entwicklung meiner Tochter, die ganzen Ängste. Jetzt habe ich ganz andere Ängste. Mein Ja. Leben ist gar nicht mehr so, also soll der kommen, mich umnieten. Solange meine Tochter und mein Mann nichts passiert, juckt mich das gar nicht. Dann ist das Kapitel vielleicht beendet. Jetzt ist die Thema, also es sind immer neue Themen, die ich versuche, so ein bisschen zu verarbeiten. Ja, also es Wie ist. ist das, sagen Sie doch mal ganz ehrlich, Sie stehen zu Hause vorm Spiegel und gucken sich an. Was denken und fühlen Sie denn dann? Ich fühle mich bis heute noch schön, weil ich bin anders. Ich bin anders, ich bin ausgezeichnet und auch früher, also wie gesagt, es hat mir nie was gebracht. Wenn ich jetzt wüsste, ich bin Model und verdiene meine Kohle mit meinem Aussehen, dann hat er ja auch meinen Job ruiniert. Okay, klar, wirtschaftlich bin ich jetzt auch nicht mehr vorhanden, aber ich habe trotzdem einen Mann gefunden, der mich liebt. Und entschuldigen Das Sie, ist es. genau, Toll, ja. und entschuldigen Sie auch, wir haben regelmäßig Sex und er steht auch regelmäßig. Und das ist so, er sitzt ja nicht, er liegt ja nicht auf mir, rüttelt darum und sagt, du hast so einen tollen Charakter. Also das kann mir ja keiner erzählen. Und dann kommt ja auch das Umdenken, auch gerade in der Reha. Er stand ja, also auch wenn der Typ mir erzählt, wie toll ich bin. Sie müssen das fühlen, dass man hat es das da gefühlt, es ist. ist alles okay gewesen. Sie haben das ja schon eben, Sie bauen mir viele Brücken, aber es gibt so viel mit Ihnen zu erzählen. Sie haben eben das schon gesagt, Sie sind gezeichnet, Sie sind ausgezeichnet und Sie haben mit diesem Namen nämlich einen Verein gegründet. Richtig. Gezeichnet, ausgezeichnet ist ja ganz im doppelten Sinne. Genau. Sie spielen auf Ihre Zeichnung an, aber Sie fühlen sich auch ausgezeichnet, weil Sie anders sind. Was macht dieser Verein? Was wollen Sie mit diesem Verein erreichen? Genau, also viele fragen mich, warum hast du den gegründet? Du hast ja genug Probleme in deinem Leben zu bewältigen. Das ist aber keine Einbahnstraße. Man darf nicht vergessen, aus diesem Verein habe ich so viel tolle, verbrannte, versehrte Menschen mit Narben, weil wir betreuen auch Menschen nur mit Narben, nur auch die von Geburt an entstellt sind. Warum nicht? Sie sind ja auch gezeichnet und ausgezeichnet. Und ja, und dieses Anderssein, einfach dieses Anderssein, sich wohlzufühlen, wie viel Kraft ich von den anderen Betroffenen kriege. Also es ist so eine Art Selbsthilfegruppe, die ich selber gegründet habe. Natürlich das Tollste ist, dass natürlich die Menschen von draußen, die kein großes Schicksal zu haben, natürlich jeder hat seine Probleme und sagt, hier, ich möchte helfen, da kommen Spenden rein, wofür ich so dankbar bin. Dann packe ich Pakete. Weil Was ist da drin? Genau, das Paketen? Sind so Narbencreme. Dann ist es Spezialbäder, so richtig Molkebad für Babys. Ja. Bio-Kokosnussöl, eigentlich so Hausmannssachen eigentlich. Aber das wird die Krankenkasse ja nicht übernehmen. Auch die Narbencreme, die speisen sie ab, nehmen sie eine Nivea-Creme für 1,50 Euro. Was das aber mit den Narben macht, um Gottes Willen. Dann ich als Ansprechpartner. Also eine Betroffene kann mit einem Betroffenen reden. Und da wird jetzt keine, in der MRH hatte ich eine wunderschöne Ärztin, und die will mir jetzt was für Betroffene, also wie sie glauben das nicht. In drin, das fühlt sich nicht gut an, wenn eine wunderschöne Frau vorhin steht und sagt, ach, das wird alles wieder. Ja. Finden sie sich doch veräppelt. Ich stehe da und sage, guck mal, ich sehe so aus, das passiert, wenn du das cremst oder das. Dann versuche ich verschiedene Produkte, die teste ich an mir aus. Was ich gut finde, nehme ich mit ins Sortiment. So wie ich habe leider viele Kinder jetzt reingekriegt, die ich komplett anonymisiere. Was ist den Kindern geschehen? Auch Verbrennung, Haushaltsverbrennung, ganz viel. Und da geht es nur darum, dann packe ich kleine Proben auch ein. Ich kriege von den Firmen auch Proben geschickt. Und dann geht es darum, testet aus. Gerade bei Kindern bin ich eher auf, dann kaufe ich Aloe Vera Pflanzen ein. Da bin ich eher so auf Bio und kriegen sie aber keiner Krankenkasse, sie zeigen ihnen ja einen Vogel. Dann sage ich, guck mal, zeigt euch mal das YouTube-Video schön mit Kokosnussöl und gehen wir ein bisschen so auf Bio. Gerade Säuglinge mit Narben, gerade mit einer Herz-OP, keine Chemie, da bin ich gar nicht so für. Und auch den Austausch mit den Eltern. Du therapierst ja die Eltern oder du bist Ansprechpartner. Und das Tolle, was ich wirklich, da muss ich mal selber den ja machen, dass sich die Mütter zusammenfinden. So wie ich bin zwar versehrt, aber ich habe kein Kind, was verbrannt ist. Ja. Das heißt, ich kann nicht wissen, was eine Mutter wirklich fühlt, wenn das Kind zu leiden kommt, weil man vielleicht eine Sekunde es nicht geschafft hat, dieses Kind zu schützen. Und da bin ich ganz stolz, dass die Mütter sich zusammengefunden haben, dass meine Eltern sehr engagiert, auch gerade das Thema Adoption ist auch so ein,
ein offenes Thema, wo ich darauf angesprochen werde, was ich nicht gedacht hätte, was ich ganz toll finde, wo ich wirklich meine Eltern dazu bekommen habe, um zu sagen, würdet ihr mit den Eltern reden, die da noch vielleicht eine Angst, eine Brücke haben? Diese Kommunikation, dieses, was ich schaffen kann, diese Tat war nicht umsonst. Ich habe etwas erschaffen. Ich glaube, das ist das Gefühl, warum ich weitermache. Ja, dieses, das ist so, genau. So zweiseitig, was Sie erzählen. Auf der einen Seite ist diese Tat, die Sie zu diesem ganz neuen Leben auf sehr schmerzhafte Weise gebracht hat. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch einen Mann namens Paul. Genau. Erzählen Sie doch mal von Paul. Wie sind Sie denn mit Paul zusammengekommen? Und Sie haben eine wunderbare Tochter, Sie haben schon erzählt. Genau. Aber es wäre doch jetzt mal gut zu wissen, wann haben Sie auf einmal diesen Lichtblick am Horizont sozusagen, da ist ein Mann, der mich liebt und Sie kriegen da meinen, erzählen Sie einfach mal. Also es ist einfach so, dass Paul ist eine Jugendliebe von früher, wir waren schon mal 2 Jahre zusammen, das war wirklich erster Kuss, erstes Mal und ja, war ganz schön, hat man sich auseinander, man war 14, 15, ne? Also wir sind getrennte Wege gegangen und eines Tages war es einfach so, er meldet sich, ach ja, hast du nicht Lust, was trinken zu gehen? Ich habe ihn erst noch aufgeklärt. Ich sage so, ja, guck mal, ich glaube, es war 22 Uhr abends über Facebook, über Messenger. Und meinte ich so, hier, ich bin in Jogging, ich war auch gerade in Berlin, Aufzeichnung. Ich hoffe, du weißt, was mir passiert ist. So vorsichtig, vielleicht hat er es ja gar nicht mitgekriegt. Ach, und so. Ja. Und doch, weiß ich, komm jetzt einfach oder lass mal nach Garbsen Café de Sol. Wir gehen jetzt was trinken. Habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht, ich habe mich nicht gefühlt und... Er sagt so, ja, wenn du willst, ich komme zu dir oder du zu mir. Ich habe einfach das Bedürfnis, dich zu sehen. So, ich möchte dich sehen und wenn du nicht willst, ach, okay, komm. Ich so, ja, okay. Ans Auto geschickt, zu ihm gefahren, eine Cola getrunken. Ich glaube, eine halbe Stunde war ich da und weg. Und da habe ich gemerkt, das erste Mal das Gefühl gehabt, nicht das Säureopfer zu sein. Und dann, Sie haben sich einfach als Frau gefühlt wieder. Genau, ich war wieder Vanessa. Mhm. Die ja. Vanessa, die Paul früher kennengelernt hat. Als junges, dynamisches, aufmüpfiges Mädchen. Und meine beste Freundin hat mich ja so ein bisschen gezwungen. Ich sag so, nein, oh mein Gott, und stell mal vor, ich will keinen Mann mehr. Nach Daniel, ich wollte nie wieder einen Mann. Ja. Ich kann ohne Mann leben, lasst mich alle in Ruhe. Auf den Trichter war ich. Und sie sagt so, also wirklich, ob du blöd bist, steig jetzt in dein Auto. Und wirklich da meine Beste. Da ist ein Netter. Ja, genau, also die haben mich richtig getriezt und sagen, ja, hier, willst du in deiner Bude vergammeln? Und was willst du, dieser ganze mediale Rummel, es interessiert sich in 10 Jahren auch keiner mehr für dich und willst du dann allein in deinem Haus hocken? Dann merke ich, Alter, die haben recht. Die haben recht, also soll ich vereinsamen? Und das ist das, was ich auch mit einem Betroffenen sage. Hier, geht raus, ihr braucht euch nicht verstecken. Mhm. Und ich war gar nicht besser. Und das konnte ich ja mit mir selber nicht abmachen. Ja, das heißt, ich bin dann losgefahren und dann stand er auch immer abends nach seiner Spätschicht vor der Tür mit schon McDonalds-Kaffee in der Hand. Da haben wir nur immer so einen Kaffee getrunken. War so ganz kameradschaftlich erst Ja, mal. So peu à peu kam es dann, bis ich dann gesagt habe, okay, ich füge mich meinem Schicksal. Und dann, ja, Hals über Kopf und dann erster Urlaub in Österreich und das war... Haben Sie... Das war der fruchtbare Gedanke dann und dann kam schon meine Tochter. Haben Sie mit... ihm über ihre Verletzung gesprochen oder wie geht er damit um? Streichelt er ihr verletztes Gesicht zum Beispiel? Eigentlich oder küsst er sie? Ist ziemlich dort? Lustig. Ich bin zu ihm gefahren und dann habe ich nur über die Tat gesprochen. Das Säureopfer, ja, heute in Berlin und ja, was mir damals passiert ist. Und er saß dann auf der Couch, hat nichts gesagt, macht nur Im Nachhinein, 2 Jahre später, sagt er mir, es hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte dich einfach sehen. Dann haben wir, glaube ich, die halbe Stunde, die ich da war, eine Serie geguckt. Er sagt so ganz ehrlich, es hat mich gar nicht interessiert. Das ist toll. Das wusste ich ja damals nicht. Und ich laber ihn voll auch noch, ne? Ja. Und ja, bis heute, ich komme nach Hause, ich war in Köln, komme nach Hause, steht Rohrreiniger wieder im Flur. Oh. Das war ja auch ein Rohrreiniger. Ja. Und er kommt rein und sagt, oh mein Gott, du bist schon da und nimmt diesen Rohr. Er sagt so, oh mein Gott, ich habe das. Oder er gießt, wir haben einen kleinen Balkon. Ja. Macht er die mit so einem Sprüher, die Dings. Und aus Spaß, er sieht ja, er schnallt mich, dass ich manchmal nichts sehe links und sprüht mich an. Und denkt so, oh mein Gott, es tut mir leid. Ja. Er vergisst es. Mhm. Und das ist so schön. Sie sind richtig aufgehoben bei Ihrem Paul. Ja. Sie haben ein Baby, aber ich mache nochmal einen kleinen Rückgriff auf Ihr Buch. Ja. Sie waren ja schon mal schwanger, Sie mussten auf das Kind verzichten, weil es wegen Ihrer schweren Verletzung einfach nicht möglich war, dieses Kind zur Welt zu bringen. Wie war das denn bei dieser Schwangerschaft? Wie viel Ängste und wie viel Freude hat Sie denn da so bewegt? Genau, also
Das war ja völlig anders. Also das erste war ja leider ein ungeplantes Kind. Ich hatte natürlich auch Männer zu der Zeit, keine Beziehung. Da wurde ich ungewollt schwanger. Und da war aber trotzdem, ich wollte ja nie den Mann dazu und habe gesagt, ja, hier trotzdem Glück. Jetzt, es ist, passiert ja alles im Leben, so wie es sein soll. Das ist ja so mein Gedanke. Und dann habe ich auch mit dem Erzeuger gesprochen, behalten wir es also immer offen umgegangen. Und er wollte nicht. So war das der Anfang, habe ich ja geschildert. Dann sind ein paar Sätze gefallen, die nicht so schön waren, die mich bis heute treffen. Und da habe ich gesagt, okay, mit diesem Mann kann man kein, also der Kein Mann ist ja Kind immer bekommen. genau. Und das hat nicht gepasst. Und dann, gut, da habe ich gedacht, habe ich mit den, Entschuldigung, mit den Ärzten geredet, kann ich das Kind überhaupt austragen? Sie haben nie gesagt, nein, das dürfen Sie nicht, das hätten Sie sich, also, aber dieses, es könnte sein, weil das Auge war noch drinne, das Auge platzt, Sie sind in einer Not-OP, dann könnte es sein, dass Sie das Kind verlieren. Wir können das Kind nicht retten. Wir müssen ja Ihr Leben retten zuerst. Die Narkose geht auch nicht, so wie ich wurde ja jeden Monat am Auge operiert. Die Ja. Narkosen habe ich schon sein gelassen. Ich wurde am Auge ohne jegliche Betäubung schon operiert. Also mit Zähne zusammenbeißen und durch, vollgeschwitzt aus dem OP. Und dann habe ich mich gefühlt, Daniel hat wieder über mich gerichtet. Und das war so der Knack. Dann war Hass da. Und Ja. dann diese Paul zu haben, zu sagen, guck mal, guck den Schwangerschaftstest an. Wir sind jetzt schwanger. Wir haben auch zusammen zugenommen. Und ja, das ist toll. Das war toll. Also Große Freude. Wie alt ist die Tochter ein jetzt? Jahr. Ein Jahr. Haben Sie schön Ja, gefeiert? also ich glaube, da gab es das erste Mal auch Kuchen. Und die hat ja gemümmelt ohne Ende. Gemümmelt ohne Ende. Sie sagen den Namen der Tochter nicht, weil Sie immer noch Angst haben. Aber ich darf verraten, dass Sie im Herbst heiraten werden, Ihren Paul. Vielleicht kann die Kleine ja schon ein paar Blümchen Danke schon. Wir fangen gerade an zu torkeln. Also ich verwechseln. glaube, Frau Münstermann, wie stellen Sie sich denn dieses neue Leben vor, was da auf Sie wartet? Oder was ja eigentlich schon begonnen hat und dann nur die. eine. Schön. Also klar ist es immer wieder, ich stehe ja auch medial auch groß im Vordergrund, das weiß ich. Und man hat ein bisschen Ablenkung. So wie ich habe ja keinen Therapeuten an der Hand. So wie die Therapie ist das auch so, mit ihnen zu sprechen. Ich sehe, sie haben Interesse an der Geschichte. Ich kann reden. So, es gibt Themen, darüber habe ich noch nie gesprochen. Den Schwangerschaftsabbruch habe ich in den Medien, das ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Ich habe ihnen ja auch gerade vor dem Interview gesagt, ich möchte mir erst vor die Person angucken und ich fühle mich bei ihnen so wohl, dass ich die Kraft habe, darüber zu reden, um nicht gleich aufgelöst zu sein. Und das sind so diese Therapiefortschritte, die ich sage. Und wie stelle ich mir das Leben vor, der Alltag kommt? Dann gibt es die Hürden von der Kleinen, ne? Also so wie nachts nicht durchschlafen, da bin ich natürlich auch jauliger. Oder mein Mann ist natürlich dann auch arbeiten und natürlich schön, aber auch mit diesen Alltagshürden. Sie Und haben eine bewegende Stelle geschrieben, auch in Ihrem Buch. Ich möchte da zum Schluss noch mal zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, dass, wenn meine Tochter mich bewusst sieht, Two-Face. Aber Sie haben sich trotzdem entschlossen, dass Sie glauben, Ihre Tochter wird damit leben. Wie gehen Sie damit um, wie Ihre Tochter Ihre Erscheinung so akzeptieren wird? Sie sehen das ja sehr optimistisch. Das habe ich auch wieder Kraft geschöpft durch andere Betroffene, die ja natürlich auch nach der Tat auch Kinder gekriegt haben. Und die durfte ich kennenlernen. Da haben sie mich therapiert. Und das sind so taffe, tolle Kinder. Oder wenn ich habe jetzt sie bei der Krippe angemeldet. Und ja, dann kommen die Kinder auf mich zu und sagen, oh, dein Auge glänzt so. Oh, ich sage so, findest du schön? Sagt die Kleine, nee, finde ich, sieht total eklig aus. Sag so, Gott, was soll ich denn machen? Ja, pink wäre viel schöner. Und dann, und so, also wenn dieses Kinder. kleine Mäuschen zu mir kommt und das total toll findet, wie ich aussehe und anfasst, oh, was hast du? Und dann kommt auch ein Kind, hat sich wahrscheinlich, weiß nicht, ein Schürfwunde, ich habe auch und finden das so toll. Und ich weiß nicht, wie sie reagiert. Natürlich habe ich Angst davor, dass sie gemobbt wird durch mich. Also hier, deine hässliche Mutter und was man nicht für Ängste hat. Natürlich habe ich die Angst. Und wie oft heule ich meinen Mann ein voll, der sagt, ach komm, wenn die nach dir kommt, die macht das und Ja. jeder sagt das. Natürlich sitzt du wieder zu Hause und denkst, sie wird auch in die Pubertät kommen. Wird sie sich selber lieben? Und das ist auch das, die Kritik an meinem Buch. Viele sagen, oh, hätte ich nicht so geschrieben, du hast eine Tochter, du musst aufpassen. Ja, aber ich schulde meiner Tochter auch die Ehrlichkeit. Auch wenn die Welt ihr gegenüber vielleicht auch nicht immer ehrlich ist. Das Einzige, was ich ihr geben kann, wenn Daniel mich wirklich in 9 Jahren holen kommt, wie er es verspricht, Das wird nicht passieren, das
Hoffe ich jedenfalls für Sie. Dann habe ich wenigstens ihr ehrlich gezeigt, wie ihre Mutter wirklich ist. Und, ja. Und nicht über sie war so und so Erzählung. Sie kann sich Videos angucken und sie weiß, was wirklich in mir vorging, anstatt fremde Leute zu fragen. Ja. Frau Münzermann, Sie haben das so wunderbar erklärt und auch so offen erklärt. Darum zum Abschluss nochmal die Frage, was sollten andere Menschen, die sich mit so kleinen Problemchen oder Problemen rumschlagen, was sollten andere Menschen eigentlich aus ihrem Leben lernen? Das kann ich gar nicht so beantworten, weil auch diese kleine Probleme, es kommt ja immer darauf an, wie groß ist das für Sie, das Problem. Ja. Auch wenn Sie schlimm finden, ich habe auch ganz viele Betroffene, da geht es jetzt nur, sage ich, wenn es jetzt um den Grad geht, wie ich betroffen bin, um eine Narbe, damit kommen die nicht klar. Die sind für mich betroffener als ich, weil das Problem für die größer ist. So wie mein Freund fragt mich, und bei der Hitze, wie geht es deiner Haut? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Sie haben Zeit, um sich über dieses Problem Gedanken zu machen. Und ich weiß, das gibt es ganz oft auch im Internet, aber ich finde es auch echt gut, wenn du das Problem nicht lösen kannst. Dann mach es nicht zu einem Problem, weil es gibt keine Problemlösung. Dann ist es ein Zustand. Wenn du kein Bein hast und du findest kein Problem dafür, keine Problemlösung, du kommst damit nicht klar, dann ist es kein Problem, dann lebe dann. Liebe ist einfach das Schlüsselwort. Fang an, dich zu lieben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viel Liebe bekommen von Ihrem Paul, von Ihrer kleinen Tochter und natürlich für sich selbst Danke. Auch. Schön, dass Sie da waren. Danke. Alles Gute. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.